So. Und, okay, also hier brauchen wir schon mal einen blauen Schlüssel. Wir haben aber nur einen grünen. So wie es aussieht. Ja, schade, schade. Na gut, weiter. Das Steindingens war... zwei Häuser weiter und dann rechts. Also, erstes Haus. Zweites Haus. Dann rechts. Ich bin so gut, was Orientierung angeht. So, jetzt aber. Ja. Also, das steinerne Symbol. Ich probiere erstmal das Ei aus. Das ist hier nicht richtig. Ah, das hatte ich auch schon mal ausprobiert, oder? Nein, es ist weg. Ich hätte es zuerst in der Burg ausprobieren sollen. Aber gut, dann wären wir hier nicht weitergekommen. Und ich höre Fleischdämonen. Wir kommen da aber nicht rein, okay. Dann schauen wir doch mal. Ah, da ist schon mal ein Schalter. Machst du alle Türen auf? Nein, nur eine. Juhu, mehr Druckplatten. Achso, erstmal den Sacktest? Nö, geht gar nicht. Hier sollen wir echt unsere Block... Achso, die Tür ist aufgegangen. Das ist ja auch komisch. Ich wusste gar nicht, dass es Druckplattenrätsel gibt, wo man einmal drauf treten muss. Und nicht durchgehend Gewicht drauf haben. Aber der Rest ist immer noch zu. Alles zu. Und jetzt ist das da oben offen. Das erinnert ein bisschen an die Teleporter im Magierturm. Wo man jedes Mal woanders rauskam. Und jetzt ist mit der Druckplatte so, jedes Mal öffnet sich was anderes. Ja, ein Fleischdingens. Die sind ja nicht so wirklich das Problem. Ah, und da ist auch der letzte blaue Schlüssel, den wir brauchen. Schöne Sache. Sonst nix. Dann drücken wir jetzt nochmal drauf. Für die Tür nach unten. Und klick. Ich drücke gleich nochmal drauf für die Tür. Okay, also hätten wir einfach nur kurz zack, 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 zack machen müssen. Dann wären alle Türen auf einmal aufgewiesen. Aber na gut. Blutdämon. Zwei Blutdämonen. Okay, ich sollte aufhören zu meckern, sonst werden es drei, ja? So, stirb. 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 Oh, wir können was mit Lachen und Schädel ausprobieren. Weil wir haben inzwischen recht viele Gegenstände, die Zauber auslösen und wir benutzen die fast nie. Also, so. Hey, warum bewegst du dich während der Zauber läuft? Du bist ja auch unfair. Also gegen die Dinger keine Magie anwenden. Ah, ist ja komisch. Immun gegen Zeitveränderung. Auch eine komische Monstereigenschaft. So. Was haben wir denn hier? Oh, ich sehe eine Kiste. Bitte eine Rüstung. Bitte eine Rüstung. Da ist der dritte. Ja, ja. Das kommt davon, dass er meckert. Aber nach dem müsste das echt gewesen sein. Das hier scheint aber so eine Art Thronensaal zu sein. Also noch einer. Wir hatten ja schon mal einen, wo der Rat drin war. Also was ich annehme, was der Rat ist. Und dahinter der Schlittenzieher. Aber hier war auch noch ein Thron. Vielleicht war es einfach nur ein Haus von irgendeinem Edelmann. Oh, werden wir gleich sehen, wenn der hier endlich tot ist. Also da ist ein Thron. Da ist noch ein Thron. Wir sind überall welche. Na gut. Stundenglas des zeitweiligen Einfrierens. Hält die Zeit für eine Weile an. Ja, das ist doch schon mal praktisch. Das hatten wir aber schon mal hier unten, ne? Ach, begraben und ertränken.
Und das war's dann auch hier drin. Gut, mehr Zaubergegenstände und ein paar Tränke, aber so tolle war das jetzt auch wieder nicht. Was ist hiermit? Nix. Na gut, dann gehen wir jetzt mal zu der Tür, wo man den blauen Schlüssel brauchte. Das war dann der vorletzte Raum hier oben. Und der andere, da wissen wir nicht, wie wir den aufbekommen sollen. Der hat nämlich kein Schloss. Ja, sonst ist hier echt nichts mehr. Also, bis da, dann hoch und dann sehen wir schon was auf der linken Seite. Also bis hier, links rum, hoch. Ein Haus, noch ein Haus und dann müsste es gleich kommen. Nein. Ja. So. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Mehr Druckplatten und Schalter. Bist du nett? Anscheinend. Wer stört denn da? Bis gerade war es hier noch so schön ruhig. So schön ruhig? Hier sind überall Monster. Die machen nicht gerade ruhige Geräusche. Du machst Lärm. Sei etwas leiser, ja? Entschuldige bitte. Ich gehe so leise ich kann. Nicht leise genug. Warum gehst du nicht schlafen? Ich bin nicht müde. Wer bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin, ich war Raylans Kobold. Wie kommt es, dass du unversehrt bist? Ein Nickerchen hat noch niemandem geschadet. Ich meine die Männer des Kriegsherrn. Sind sie hier gewesen? Oh ja, sie haben alle verwandelt. In Monster, die wie wandelnde Fleischklumpen und Blutlachen aussehen. Warum haben sie dich verschont? Sie haben mich wohl übersehen. Ich habe in einer Ecke geschlafen. Einfach mal so einen Angriff überschlafen, hm? Das kaufen wir dem doch nicht ab. Du sagst, du bist Raylans Kobold. Wer ist Raylan? Der beste Magier der unterirdischen Stadt. Bist du sein Diener? Nein, ich schlafe und träume dabei von magischen Dingen, wie Zaubersprüchen. Ist Raylan in der Nähe? Kann ich mit ihm sprechen? Er ist tot. Ich glaube, er ist, tot. Als ich mich näherte, träumtest du gerade von einem Zauberspruch. Feuriger Hafen, das war der letzte Zauber, den ich meinen Meister lehrte, bevor er schenkte mir die Freiheit, als er ging. Um die Stadt zu verteidigen. Ja, aber im Moment bin ich zu müde, um frei zu sein. Zu müde, um frei zu sein. Mhm. Vielleicht solltest du jetzt weiterschlafen. Dann geh nicht so laut. Ich werde es versuchen. Leb wohl. Möge dein Schlaf friedlich sein. Wenn du leise bist, wird er das auch sein. Hm, aber diesen Zauber konnten wir jetzt nicht lernen. Oder hatten wir den schon? Sturm der rachsüchtigen Winde, unheilige Feuersbrunst, Asche und Schlacke, Fesseln aus Eis, lachender Totenschädel, gewaltige Reparatur, gesegnetes Verweben von Wunden und Sturm der rachsüchtigen Winde. Nö. Wer stört denn da? Bis gerade war es ja noch so schön ruhig. Ah, nee. Als ich mich näherte, träumtest du gerade von einem Zauberspruch. Feuriger Hafen, das war der letzte Zauber, den ich meinen Meister lehrte, bevor er schenkte mir die Freiheit, als er ging. Um die Stadt zu verteidigen. Ja, aber im Moment bin ich zu müde, um frei zu sein. Leb wohl. Komisch. Möge dein... Wenn du... irgendwie war der Dialog auch ein bisschen komisch. Also so, als wenn in der Mitte was fehlte. Vielleicht war das der Part, wo man eigentlich den Zauberspruch lernt. Aber naja, einen Angriffszauber brauchen wir wirklich nicht unbedingt. Da haben wir ja schon ein paar von und selbst die benutzen wir eigentlich nie, sondern verwenden unser Mana eher für Heilung. Hm.
Obwohl wir jetzt schon zweimal Stichwaffen erhöht haben, treffen wir trotzdem gar nicht so toll. Okay, noch richtig viele daneben. Vielleicht haben die Dinger einfach eine hohe Rüstungsklasse. So. Also da hinten war noch eine Tür, die wir mit dem Schalter wahrscheinlich öffnen konnten. Und hier ist jetzt eine Rüstung. Eine Trompete des Erbebens. Ne, des Erdbebens. Und Magiekräuter. Was haben wir hier? Mana-Trank, Heiltrank und das war's. Schade. Also, natürlich gut, dass wir so viele Tränke finden, aber ich hätte echt gerne langsam eine bessere Rüstung. Oder eine... Oh, achso, hier waren wir schon mal und haben die Waffen liegen lassen. Na gut, dann geht das jetzt runter zur Mine. Also wir müssen einfach nur geradeaus. Und da finden wir dann mit etwas Glück den Vater von dem Mädchen. Und eine Rüstung. So, wie schaut es eigentlich mit Erfahrung aus? Hälfte. Wenn wir noch ein Level-Up haben, könnten wir theoretisch mal wieder versuchen, in der Unterwasserstadt weiterzumachen. Also, wenn der Dungeon hier noch wesentlich länger ist. Obwohl, warum eigentlich, ne? Solange es hier nicht zu schwer wird, sollten wir eigentlich hier weitermachen. Oh. Tunnel scheint eingestürzt zu sein. Gewicht ist okay. Ja, nee. Ah, dafür ist die Trompete da. Hoffe ich zumindest. Okay, anscheinend doch nicht.